Wissen Sie, wo Schwester Betty ist? Schwester Betty? Schwester Betty. Frau Betty, da ist ein Mann am Empfang. Ja, und? Hat er ein Auer? Schwester Betty, Schichtdienstleitung. Schwester Betty ist eine sehr erfahrene und sehr geschätzte Krankenschwester in unserem Haus. Shit, die ist schon wieder abgehauen. Wenn man nicht alles selber macht. Als Arzt erwarte ich eine gewisse Professionalität von meinem Personal. Ihr Personal? Sagen Sie mal, haben Sie heimlich am Lachgas geschnüffelt? Okay, was haben wir? Ich bin Schwester Lizzie, ja? Entschuldigung. Sie sagen mir jetzt augenblicklich, wer Sie sind? Dr. Helena von Arnstedt. Ich arbeite seit heute auf dieser Station. Und ganz ehrlich, wir können Ihre Unterstützung sehr gut gebrauchen. Das habe ich schon gemerkt. Sie haben eine retrograde Amnesie. Eine Erinnerungslücke, die sich auf die Ereignisse, die zum Unfall geführt haben, bezieht. Ja, vielen Dank. Das ist Schwester Betty. Quasi so etwas wie mein persönlicher C3PO-Sprachroboter. Medizinerlatein, Deutsch. Und was die Schmerzen in Ihrer Schulter betrifft, da tippe ich mal auf eine Klavikularfraktur. Schlüsselbeinbruch. Wenn das Dr. Love sein soll, dann wundert es mich nicht, dass so wenige Menschen heutzutage noch an die Liebe glauben. Das hier ist nicht die Schwarzwaldklinik und ich heiße nicht Dr. Brinkmann. Ich wüsste wirklich nicht, warum Sie gute Laune haben sollten. Weil da drin ein glückliches Paar sitzt, was sich auf seine gemeinsame Zukunft freut. Und das ist Ihr Verdienst, ja. Nein, aber ich kann mich drüber freuen. Das sollten Sie auch mal ausprobieren. Das ist ein schönes Gefühl. Und sowas nennt sich meine beste und älteste Freundin. Hab doch schon mitbekommen, dass die Schwestern hier ein klein wenig speziell sind. Allumfassende Entleerung und Taubheitsgefühl. Geil. Was haben wir da? Ich tippe auf einfache Fraktur des unteren rechten Schienbeins. Kann ich das mit der Diagnose auch mal selber probieren? Oh. Tequila? Eigentlich wären Sie lieber Ärztin geworden, oder? Warum sind Sie es eigentlich nicht? Weil das Geld nicht gereicht hat. Und die Arroganz.